Also der Prozess hat begonnen, der Mietprozess. Nochmal für alle zur Erklärung, worum geht es genau in Ihrer Causa? Ne, es sind zwei diametrale Meinungen. Die Vermieter sagen, das Kaffeehaus ist auch während der Corona-Zeit, also auch während der Lockdowns, vollumfänglich nutzbar. Wir nutzen es nicht in Ordnung und deswegen sollten wir die volle Miete zahlen. Und unsere Meinung ist, dass wir uns auf einen Gesetzestext stützen können, nämlich den Paragraph 1104, dass ein Mietobjekt, das aufgrund von Seuche unter anderem nicht nutzbar ist, dass man dafür auch keine Miete bezahlt. Es geht um eine Summe von 390.000 Euro. Sie könnten die theoretisch bezahlen, haben Sie gemeint, vor einigen Tagen. Geklagt werden Sie von der Karl-Vlaschek-Stiftung. Genau. Wie waren jetzt die ersten Prozesstage? Es war ein Prozesstag, die erste Tagsatzung heißt das, sehr aufregend für uns, weil ja, die Richterin hat den Prozess erklärt und wie es weitergehen könnte in diesen Prozesstagen und hat ihren Rechtsstandpunkt auch ein bisschen erklärt. Also die Frage ist, ist die Covid-19-Pandemie eine Seuche? Das hat sie bejaht und ist dann dieser Paragraph 1104 und 1105 theoretisch anwendbar? Das hat sie auch getan und damit ist eigentlich für uns unser Rechtsstandpunkt schon etwas untermauert. Der Prozess hat erst begonnen. Spannend ist, die Gerichtssäle sind voll von Covid-Prozessen, Mietprozessen. Und die nächste Tagsatzung, die nächste Verhandlung ist der 15. Oktober. Also eine ganz schöne Weile bis dahin. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Kommen wir zu den Öffnungsschritten. In Wien geht es jetzt los am Montag. Was bedeutet das für Sie genau? Ja, Montag bedeutet gar nichts für uns. Ja. Wir haben den 19. Mai im Fokus. Da soll die allgemeine Gastronomieöffnung sein. Noch Hotellerie wird kann geöffnet werden. Hoffen, dass so ist. Also wir beginnen schon alle Vorbereitungen, weil wir haben natürlich eine Anlaufzeit vom simplen Staubwischen bis Blumen setzen, von Tischwäsche besorgen, bis die Lager auffüllen und Dienstpläne schreiben und organisieren und auch motivieren. Also das ist eine, da haben wir eine gute Vorlaufzeit. Auch danke der Bundesregierung, dass es ein bisschen länger gefasst ist. In den letzten Monaten haben wir ja oft erst am Vortag gehört, wie es am nächsten Tag weitergehen wird. Rechnen Sie auch mit einer Indoor-Öffnung in Wien? Ja, ich habe beides in den Kalender eingetragen. Ich hoffe, dass die Fallzahlen und die Impfzahlen, dass das alles so zusammenspielt, dass wir auch indoor öffnen können. Wenn nicht, hoffe ich auf einen wunderschönen Spätfrühling oder Frühsommer, weil dann ist es nur draußen und draußen brauchen wir halt die Wärme. Wie geht es generell der Branche? Die Kaffeehäuser sind ja weltbekannt, die Wiener Kaffeehäuser. Was hören Sie auch von Kollegen? Wie sehr drückt der Schuh? Naja, es drückt der Schuh, weil wir halt ein Jahr lang kein Geld verdienen konnten und wahrscheinlich auch eins verloren haben in den meisten Fällen. Ich muss fairerweise sagen, in den letzten Wochen hat sich ein bisschen herauskristallisiert, wie diese einzelnen Förderbausteine der Bundesregierung sind. Und damit kommt man eigentlich ganz gut über die Runden, dass man natürlich federn lassen muss bei so einer Krise, ist ganz klar. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viele Kollegen schaffen werden, aufzusperren. Verdient haben wir nichts, Geld haben wir verloren, aber wichtig ist ja, dass wir wieder aufsperren können. Und wie viele Kollegen, glauben Sie, werden gar nicht mehr aufsperren in Wien? Naja, die Gastronomie verliert relativ viele Gastronomiebetriebe pro Jahr, mit oder ohne Krise. Ich glaube, dass im Herbst es ein bisschen einen Austausch geben wird, wenn Stundungen fällig werden, wenn Kreditraten wieder bezahlt werden müssen. Werden sich manche überlegen, ob sie überhaupt weitermachen. Das ist die eine Geschichte, kurz vor der Pensionierung und ein bisschen die Schnauze voll, obwohl das kein wienerischer Ausdruck ist. Und das andere sind Umstände. Naja, ich glaube schon, dass 20-25% der Gastronomiebetriebe irgendwie ihren Eigentümer wechseln werden. Natürlich nicht alles im September, aber in den nächsten halben, dreiviertel Jahren. Auf die Gesundheitskrise wird dann die Wirtschaftskrise folgen. Womit rechnen Sie als Geschäftsmann? Wie lange wird es dauern, dass sich Österreich von dieser Krise wieder erholt? Ich kann es aus unserem Szenario sehen. Wir haben sehr viele Anfragen für 2022 schon. Also nicht enorm viele, aber wir haben Anfragen für 2022. Wir haben auch schon ein paar Buchungen für 2021. Es kann jetzt etwas sein, dass ich mir jetzt wünsche als Gastronom, alle wollen raus, alle wollen reisen, viele wollen reisen, auch die Nachbarländer wollen reisen. Wenn ich sage, die geimpften Deutschen, die wollen ja in Österreich Urlaub machen, ja, oder die genesenen, Covid-genesenen deutschen Gäste, die Österreicher wollen raus, die Wiener wollen raus. Also es könnte ja sein, dass es hier einen großen Nachholbedarf gibt und vielleicht profitiert die ganze Wirtschaft davon. Kritisch wird es eigentlich erst, wenn die Arbeitslosigkeit hoch bleibt und die Kaufkraft sinkt. Dann,
dann ist das Erste, wo eingespart wird, beim Essen gehen, und das wäre natürlich für uns schlecht. Wir sehen am kleinen Bild ein Video, das Sie uns mitgebracht haben. Was ist das genau? Naja, wir haben ein hausinternes Video gedreht, eigentlich so Start, also den Restart, wir öffnen wieder und sind durch alle Häuser durchgegangen und haben gedreht, so dieses Eröffnungsszenario. Und weil es so großartig geworden ist, wollten wir es eigentlich nicht nur den Mitarbeitern und Mitarbeitern schicken, sondern auch ein bisschen der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil es zeigt sehr viel Emotion und Wärme und ist ein Streifzug durch unsere Häuser und ist auf YouTube, auf dem Querfeldkanal abrufbar. Was macht die Kaffeehauskultur so besonders? Dass man Zeit und Raum und Ort genießen kann und nur der kleine Braune auf der Rechnung steht. Also sitzen, verweilen und keinen großartigen Konsumationszwang haben. Ja, und das muss man leben können. Das ist was Wienerisches, das muss man auch lernen.